أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله wir werden inshallah nochmal dieses Thema nochmal weiterführen. Es ist ein sehr wichtiges Thema, der Aqida des Muslim, das heißt der Glaube eines Muslim, an was der Muslim glaubt. Und wir haben zuletzt den Glauben an die Engel erwähnt. Heute machen wir inshallah weiter mit dem Glauben an die Offenbarungsbücher. Also das heißt die Bücher, die von Allah subhanahu wa ta'ala offenbart worden sind. Das beste und stärkste Buch ist was? Al-Quran. Al-Quran al-Karim, der edle Koran. Unter anderem gibt es auch Al-Tawrah, die Tora. Al-Injil, das Evangelium. Deswegen, das sind die Offenbarungsbücher und inshallah werden wir kurz darauf eingehen. Es ist Pflicht, allgemein an die Existenz der Offenbarung zu glauben und dass Allah sie seinen Propheten und Gesandten offenbart hat, um den wahren Monotheismus zu verdeutlichen und dazu aufzurufen. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat die Bücher und die vor allen Dingen die Offenbarungsbücher auf seine Propheten und seinen Gesandten offenbart, damit sie den Leuten zeigen, wie sie Allah anbeten. Das ist der Sinn hinter der Entsendung der Gesandten und das ist der Sinn hinter der Offenbarung der Bücher. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wir haben ja unsere Gesandten mit den klaren Beweisen gesandt und mit ihnen die Schrift und die Waage herabkommen lassen, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten. Und wir glauben speziell an diejenigen Offenbarungsbücher, die Allah namentlich bezeichnet hat, wie At-Tawrah, die Tora, wie das Injil, das heißt das Evangelium, die Psalmen, Zabur und den heiligen Koran. Wobei der Koran der Beste, das Siegel und der Hüter ist, der die vorherigen Offenbarungen bestätigt. Dem Koran müssen daher alle Diener Allahs folgen und sich nach ihm richten, sowie nach der authentischen Sunna. Also der Koran ist das letzte Update. Der Koran hat alle Bücher, die vor ihm waren, aufgehoben. Deswegen bringt es nicht viel, wenn man jetzt die Bibel, die wir jetzt haben, auf Deutsch liest. Bringt nicht viel. Natürlich, für jemanden, der versucht, Nicht-Muslime bzw. Christen zu widerlegen, mit ihnen zu diskutieren auf schöne Art und Weise, ist das auf jeden Fall empfehlenswert, dass man das liest und dass man die Beweise dort herausnimmt, die Beweise des Tawhid, ja, die Beweise dafür, dass Isa a.s. Im Sujud sich niedergeworfen hat im Gebet und so weiter, das ist gar kein Problem. Natürlich gibt es auch dort Weisheiten, weil in der Bibel ist auch noch Wahrheit enthalten. Ja, in der Bibel ist Wahrheit und Falschheit enthalten, die heutige Bibel. Ja, deswegen gibt es dort auch Weisheiten, die man entnehmen kann, natürlich. Aber um zu sagen, ich lese jetzt die Bibel, um Allah näher zu kommen, ich lese die Bibel, damit das ein Wegweiser für mich ist, das ist falsch. Ja, weil der Koran ist gekommen, um die Offenbarungsbücher, die vorherigen Offenbarungsbücher zu aufzuheben. Deswegen sind sie ungültig. Das heißt, kann nicht jemand kommen und sagen, ey, ich habe in der Bibel gelesen, dass das Urteil für das und das ist. Geht nicht. Denn der Koran hat alles aufgehoben, was dort stand, an Urteilen, an Gesetzen und so weiter. Und der Koran ist das Siegel und bestätigt natürlich auch die Offenbarungen.
Der Koran ist gekommen, um die Offenbarung zu bestätigen. Weil wenn wir den Koran nicht hätten, würden wir nicht wissen, dass es Injil gab und dass es Taurat gab, in Wahrheit. Natürlich können wir nach der Geschichte gehen, aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, diese Taurat, die herabgesandt worden ist, ist von Allah. Ist von mir, von Allah. Das Evangelium, was herabgesandt worden ist, ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Glaube an die Offenbarungsbücher beinhaltet vier Aspekte. Erstens, der Glaube an die Tatsache, dass sie von Allah offenbart wurden. Jetzt aufgepasst. Die Rede ist hier von den Original-Offenbarungsbüchern. Weil die Bibel, die du heute hast auf Deutsch, das ist nicht die wahre Bibel. Genau wie die Übersetzung vom Koran, das ist kein Koran. Sondern es ist einfach nur die ungefähre Übersetzung des Koran. Genauso der Glaube daran, dass sie offenbart worden sind. Das heißt, der Glaube daran, dass sie offenbart worden sind in ihrer originalen Form. Zweitens, der konkrete Glaube an diejenigen Bücher, die namentlich benannt sind. Also das heißt, wir glauben an alle Bücher, weil es gibt viele Bücher, die nicht genannt worden sind. Es gibt Gesandte und Propheten, die nicht genannt worden sind. Aber wir glauben allgemein an die Offenbarungsbücher, so wie wir allgemein an die Gesandten glauben. Dann nochmal glauben wir an die Bücher, die namentlich genannt worden sind. Das heißt, Taurat, Injil, Psalmen. Wenn jemand sagt, ich glaube an alle Bücher außer an Taurat nicht, ist er ein Muslim? Er ist kein Muslim mehr. Jemand sagt, ich glaube an alle Bücher, nur nicht an die Psalmen. Das ist Quatsch, was da erzählt wird über die Psalmen. Ist er ein Muslim? Nein. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch oft, er sagt, zum Beispiel, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Frömmigkeit, Religion, Glaube ist nicht, dass ihr einfach nur eure Gesichter zum Westen und zum Osten wendet im Gebet. Sondern Glaube ist, Frömmigkeit ist, dass man an Allah glaubt, ja, an den jüngsten Tag glaubt, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Frömmigkeit und Glaube ist, dass man an Allah glaubt, an den jüngsten Tag glaubt, an die Engel, an das Buch und an die Propheten. Warum sagt ihr hier Buch? Bücher. Damit sind die Bücher gemeint, aber damit ist auch gemeint, wenn du an einem von den Büchern nicht glaubst, dann glaubst du auch nicht mehr an den Koran. Weil der Koran hat uns bestätigt, dass es diese Bücher gibt. Deswegen, wenn jemand sagt, ich glaube nicht an die Tora, dann glaubt er nicht an den Koran, weil der Koran hat gesagt, es gibt die Tora. Ja? Der Glaube. Drittens, der Glaube an alles, was darin und darüber authentisch überliefert wurde. Ja, das, was authentisch überliefert wurde, daran glauben wir. Gleich komme ich inshallah zu einer Sache, wie wir mit diesen Büchern umgehen. Viertens, das Handeln nach den in ihnen enthaltenen Bestimmungen, soweit sie nicht aufgehoben wurden. Weiter heißt es, die Unterwerfung unter diese Vorschriften und die Zufriedenheit damit. Der edle Koran hat die Bestimmungen in sämtlichen Offenbarungsbüchern, die vor ihm offenbart wurden, aufgehoben, sodass nur noch die Bestimmungen des Koran anzuwenden sind. Das heißt, das Halten an die Bestimmungen, die vom Koran bestätigt worden sind. Das Halten an den Gesetzen, die vom Koran bestätigt worden sind und die vom Koran als gültig ernannt worden sind. Jetzt stellt sich die Frage, wie gehen wir mit den Büchern um? Hier sagen die Gelehrten, wir bestätigen alles, was mit dem Koran und der Sunna übereinstimmt. Das bestätigen wir und das nehmen wir an. Dinge, die dort stehen, die mit dem Koran und der Sunna nicht übereinstimmen, die lehnen wir ab. Dann aber gibt es Dinge, die weder mit dem Koran und der Sunna übereinstimmen, noch dem Koran und der Sunna widersprechen. Was machen wir mit diesen Dingen? Die lassen wir stehen. Ohne sie zu bestätigen und ohne sie zu leugnen. Das heißt, man sagt zum Beispiel, man sagt, in der Bibel wurde das und das erwähnt. Allah alam.
Weder können wir das bestätigen noch leugnen. Zum Beispiel. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Der Glaube an die Gesandten. Alayhimus salatu wassalam. Der Glaube an die Gesandten bedeutet, also Ar-Rusul. Ar-Rasul huwa al-Mursalu min Allah. Also Ar-Rasul ist der Gesandte von Allah. Das heißt, wie ein Mensch, ein Mann, gibt es Frauen, die Gesandten sind? Gibt es nicht, nur Männer. Der Gesandte ist ein Mann, gleichzeitig was? Ein Prophet, der zu einem Volk geschickt wird durch Allah, entsandt wird. Deswegen sagt man zu ihm Rasul, Bote. Man sagt ja auch zu einem Boten auf Arabisch Rasul. Zum Beispiel heißt es im Koran, in der Sunna zum Beispiel, Ja'a Rasulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Es kam der Bote des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Ja, ein Sahabi, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschickt hat, entsandt hat. Und deswegen ist Ar-Rasul ist ein Prophet, ein Mann, der zu seinem Volk geschickt wird mit einer Offenbarung, mit einer Botschaft. Und gleichzeitig ist es so, dass diese Leute, zu denen er entsandt wird, Leute sind, die ihm zuwiderhandeln. Das ist ungefähr die Definition vom Gesandten. Deswegen ist er anders als der Prophet. Der Prophet, er ist ein Rechtschaffener von Allah ausgewählt, aber er hat kein neues Gesetz, sondern er kommt mit dem Gesetz, was vor ihm offenbart worden ist, von dem Gesandten vor ihm. Ja? Wunder. Ja? Wunder kann er haben, ja. Wunder hat er, ja. Ja? Isa war ein Prophet. Wie Isa zum Beispiel war ein Prophet und ein Gesandter. Richtig. Genau, er kam mit dem Evangelium. Er hatte auch Wunder gehabt, aber er kam mit einer neuen Botschaft. Musa. Zakaria war nur ein Prophet, kein Gesandter. Zakaria kam mit was? Womit hat er gepredigt? Womit hat er die Leute ermahnt? Mit der Tora von Musa. Ja? Der Glaube an die Gesandten bedeutet, dass man als Muslim fest daran glaubt, dass Allah der erhabene Gesandte alayhimus salatu wassalam schickte, um die Menschen aus den Finsternissen an das Licht zu führen. Ja? Unter anderem, das wird jetzt hier nicht erwähnt, weil wie gesagt, diese Aqida ist Aqida für Anfänger. Ja? Es gibt natürlich andere Bücher und andere Themen, die noch weitergehen. Zum Beispiel andere Aqida-Bücher, die weitergehen, die definieren, was ist ein Gesandter, wie wir das jetzt gerade kurz gemacht haben. Die definieren das richtig nochmal ganz genau, was ist ein Gesandter, was ist ein Prophet, was ist der Unterschied zwischen denen, gibt es nochmal Meinungsunterschiede und so weiter. Ja, deswegen ganz schlicht, inshallah, erklären wir hier die Glauben des Muslims. Einfach und schlicht, damit jeder das versteht, inshallah. Natürlich man muss auch daran glauben, dass diese Gesandten rechtschaffene Menschen sind. Dass sie nicht lügen, dass sie die Wahrheit sagen. Warum? Weil sie von Allah Offenbarung bekommen. Das heißt, das, was sie über Allah sagen, über den jüngsten Tag sagen, über das Verborgene sagen, über die Religion sagen, ist alles Wahrheit. Sie lügen nicht. Und das, was sie sagen über Allah und seine Religion, ist perfekt und ist fehlerfrei. Auch wenn sie selber als Menschen vielleicht Fehler begehen können. Daran muss man auch glauben. Und man muss sie vollkommen respektieren. Das ist auch damit gemeint. Dass der Glaube an sie ist, dass man sie respektiert. Zum Beispiel gab es einmal einen Vorfall von einem Mann, möge Allah ihn vergeben und ihn recht leiten. Es war, wie gesagt, ein Vorfall. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob der Bruder, der das gemacht hat, jetzt sich da verhalten hat, gut oder schlecht gewesen ist, aber auf jeden Fall war es so, dass es war ein Scheich, nicht nur, also ein Bruder und ein Scheich von uns, der hat halt Vorgebet und er war Reisender. Ja, und es war auch so, dass er auf jeden Fall, er hat als Reisender gebetet, er hat den Leuten gesagt, Leute, ich bin Reisender, ich möchte als Reisender beten, das heißt, ich verkürze das Gebet, das war sein Scheich-Gebet zu der Zeit. Und dann, wie es halt üblich bei den älteren Marokkanern ist, dass sie da das nicht akzeptieren. Ja? Allah alim, welcher Meinung sie folgen, sagen, nein, der Reisende, der darf nicht vorbeten. Ja? Soll niemand vorbeten, der sesshaft ist. Al-Muhim,
Es gab halt Ach und Krach, und nach dem Gebet hat der Sheikh eine Ansage gemacht. Es hat jemand anders dann vorgebeten. Er hat dann gesagt, Leute, es ist so, der Prophet Sallallahu hat auch auf Reise gebeten und so weiter. Auf jeden Fall hat er das erklärt. Und dann kam ein Mann und er hat gesagt, er hat ihn dafür getadelt. So nach dem Motto, du behauptest hier Wissen zu haben, ja? Du behauptest hier etwas sagen zu können. Musa hat auch behauptet, Wissen zu haben. Er hat sich auch hervorgehoben, er hat auch Hochmut gehabt. Und deswegen hat Allah ihm Al-Khidr geschickt. Ihr kennt ja die Geschichte zwischen Musa und Khidr. Jemand, der an die Gesandten glaubt, der wird niemals sowas sagen. Es wird niemals in seinen Kopf kommen, sowas. Deswegen zeigt das, dass eigentlich eine Kufr-Aussage, die er getätigt hat. Er hat Musa angegriffen und beleidigt. Das ist eigentlich, was er gesagt hat, ist Kufr, ist Unglaube. Ja? Aber das zeigt, dass dieser Mann keinen wahren Glauben an Musa, an die Gesandten hat. Sonst würde er sowas niemals sagen. Ja? Aber auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, der Glaube an die Gesandten bedeutet auch, dass man sie respektiert. Jetzt sind wir schon, mashallah, bei 18 Minuten. Ich werde mich, inshallah, beeilen. Ihr seht, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, aber inshallah, wir versuchen ein bisschen was mitzugeben. Es ist unabdingbar, an die Gesandten zu glauben, sowohl in ihrer Gesamtheit als auch im Einzelnen. Also wie glauben an sie im Allgemeinen? Und dann glauben wir an jeden Einzelnen von ihnen, der uns benannt worden ist, im Koran und in der Sunna. Ein Muslim muss allgemein daran glauben, dass Allah Gesandte, والسلام, entsandte und an die von Allah namentlich genannten Propheten und Gesandten im Einzelnen, ja, dass er an sie im Einzelnen glaubt. Allah sagt im Koran, Gesandte wurden geschickt von Allah subhanahu wa ta'ala als Verkünder frohe Botschaft und als Überbringer von Warnungen. Also Gesandte, sie wurden, warum wurden sie geschickt von Allah subhanahu wa ta'ala? Sie wurden geschickt als Verkünder frohe Botschaft, Mubashirin, und als Überbringer von Warnungen, Mundirin, Warner. Womit geben sie frohe Botschaft? Paradies. Womit warnen sie? Der Hölle. Damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel mehr gegen Allah haben, und Allah ist allmächtig und allweise. Warum werden sie geschickt? Als Warner und als Menschen, die frohe Botschaft geben, und vor allen Dingen als Beweis gegen die Menschen oder für die Menschen. Entweder sind sie einfach, weil die Engel fragen sie. Sie fragen die Menschen. Wurden nicht Gesandte zu euch geschickt? Was werden sie sagen? Sie werden sagen, Bella, doch, auf jeden Fall. Aber wir haben nicht an ihn geglaubt. Gibt es nicht auch eine Aussage, aus Barmherzigkeit wurden sie geschickt? Natürlich, der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wurde als Barmherzigkeit zu den Welten geschickt. Als Barmherzigkeit, als Gunst, ja? Aber nur er? Barmherzigkeit? Also Barmherzigkeit wird von keinem genannt, von keinem Propheten, außer von Rasulullah sallallahu. Aber natürlich, im Allgemeinen, durch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala schickt er auch die Gesandten, natürlich. Ja, weil die Barmherzigkeit, Rahma, ist ein allgemeiner Begriff. Er beinhaltet die Gunst von Allah, die Liebe von Allah, das Gute von Allah subhanahu wa ta'ala. Folglich glaubt der Diener Allahs, dass derjenige, der den Gesandten folgt, den Erfolg und die Glückseligkeit gewinnt, und dass wer sich ihnen widersetzt, nur Misserfolge und Fehlschläge erleiden wird und im Jenseits bitter bereuen wird. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der edelste aller Gesandten und ihr Siegel und der beste Gesandte und der beste Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jetzt sagt einer, wie, warum beleidigst du damit die anderen? Nein, die anderen sind auch edle Gesandten und Propheten, aber die einen sind bei Allah höher und besser als die anderen. Sie im Allgemeinen sind die besten Menschen, die überhaupt von Allah erschaffen worden sind. Aber der beste Mensch ist Rasulullah, und der beste Gesandte und der beste Prophet. Der Glaube an die Gesandten beinhaltet vier Aspekte, hier wieder. Der Glaube daran, dass ihre Botschaften wahr sind, von Allah, dem Erhabenen, stammen. Sie wahr sind und dass sie von Allah stammen. Zweitens, der Glaube an alle namentlich erwähnten Gesandten. Das heißt, wenn jemand Isa a.s. beleidigt, ist er ein Kafir. Jemand, der Musa beleidigt, ist er ein Kafir. Jemand, der nicht an Ibrahim glaubt, ist ein Kafir. Ist kein Muslim. Man muss an alle glauben, vor allen Dingen an die namentlich genannten, und sie respektieren und sie ehren.
Drittens, die Anerkennung und Bestätigung dessen, was von ihnen und über sie authentisch überliefert wurde. Alles, was überliefert wurde, authentisch über sie. Wir müssen daran glauben, es bestätigen. Viertens, das Handeln nach dem Gesetz, Scharia, des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, der zu uns gesandt wurde, nämlich das Segel der Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Seine Scharia hat alle vorherigen Gesetzesordnungen aufgehoben. Das heißt, zu dem Glauben, zu den sechs Säulen des Glaubens gehört, dass man an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubt. Deswegen, wenn ihr mit Leuten diskutiert, die sagen, das ist doch nur Sunna, das ist noch Sunna. Es gibt ja viele, die sagen, ach, das ist doch nur Sunnet, das ist doch nur Sunna. Dann musst du ihm sagen, Bruder, zu den Glauben, zu den sechs Säulen gehört, dass wir an die Sunna des Propheten aus dem Glauben. Dass wir nicht einfach sagen, ach, das ist doch nur Sunna. Es gibt manche, die sind noch schlimmer, die sagen, ach, das Bukhari und Muslim, wer soll das schon bestätigen? Wer bestätigt dir, dass das wahr ist, was da steht? A'udhu billah. Ach, wenn wir nicht mehr Bukhari und Muslim bestätigen und als authentisch bezeichnen, was sollen wir dann noch als authentisch bezeichnen? Al-Kafi von den Shia oder was? A'udhu billah. Irgendwelche Erzählungen von den verrückten Sufis oder was? Deswegen das dazu, inshallah. Und nächste Woche werden wir inshallah weitermachen mit dem Glauben an den nächsten Tag. Hada wallahu alam. Alhamdulillahi rabbil alamin.